So, mal wieder einen Abstecher hier nach San Agustin. Wir sind hier vor dem Restaurant El Capitan Restaurant, direkt am Strand, am Beach. Man kann hier gut essen, gut sitzen, spazieren gehen, schwimmen. Ja, eigentlich von jedem etwas. Ich zeige euch, wie ihr hierher kommt. Ganz einfach vis-à-vis von der Clinica Roca. Genau da geht der Weg hier runter zum Hotel, auch Costa Canarias. Und da fahrt ihr ganz einfach hier runter und dann kommt ihr da auf den Parkplatz. Aber ihr könnt euch auch hier hinstellen. Das ist eigentlich der Parkplatz jetzt hier vom El Capitano. Aber der ist sehr, sehr groß. Also ich glaube nicht, dass es da Probleme bereitet, wenn man hier mal eine Stunde steht. Und vielleicht verzehrt man ja auch ein bisschen was. So, wir gehen jetzt hier erstmal in die eine und dann in die andere Richtung. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, San Agustin ist irgendwie anders, irgendwie ein bisschen ruhiger, ein bisschen der Puls ist ein bisschen niedriger hier und von vielen Menschen ja auch so bewusst genutzt. Hat ihr eigenes Klientel hier, San Agustin. Und hier ist er, der El Capitan, mit seinem Restaurant. Wir gehen jetzt mal vorbei und dann wieder zurück. Und jetzt sehen wir auch dann Playa de Ingles gleich, die Dünen von Maspalomas. So, und hier sitzt man also in der ersten Strandreihe mit einem wunderschönen Blick und ihr seht selber, es ist alles ein bisschen beschaulicher hier. So, und da vorne, da sind die Dünen von Maspalomas. Da stehe ich und sage, schaue ich rüber hier. Da ist San Agustin und jetzt mal umgekehrt. Ja, hier kann man auch schön innen sitzen, wenn es mal windig ist oder vielleicht auch mal bewölkt. So, und hier gibt es die Übersichtskarte. Ja, man kann hier sehr, sehr gut laufen, auch sogar von der Costa Meloneras aus, von ganz da vorne. Dann sollte man aber ein paar Stunden einplanen. So, ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Die Bilder sprechen für sich. Ja, hier sind sie abgebildet, die leckeren Köstlichkeiten, die ihr hier verzehren könnt. Mal den Blick nach oben, da sitzt man auf der Terrasse und hat den besten Blick aufs Meer, was dann zu bedenken ist, man hat doch Stufentreppen und ja, jede Rose, die hat Dornen. Ja, und die Kurve hier, die da oben, das ist ja früher die einzige Straße gewesen, die hier hingeführt hatte, das ist die Aha-Kurve. Die ist so benannt und betitelt worden.
die Busse mit den Touristen kamen da über den Berg. Und dann, ja, der Blick vorher war nicht besonders. Und wenn man hier oben war und hat dann auf dieses Ganze hier gesehen, dann haben die Menschen im Bus immer gesagt, aha. Und deswegen heißt diese Kurve auch die Aha-Kurve. Ja, offiziell Playa de San Agustin, und hier sind die ganzen Punkte eingezeichnet. Und hier ist auch so ein kleiner Barranco, wenn es mal viel regnet, dann steht hier das Wasser und es läuft so hier unten durch dann ins Meer. Ja, traumhafter Blick hier, richtiges Postkartenpanorama. Und es sind ja auch viele neue jetzt im Kanal. Für die, die es nicht wissen, wie komme ich hierher? Entweder mit dem Bus zu Fuß oder mit dem Taxi, mit dem eigenen Auto. Je nachdem, was man für einen Weg wählt. Aber es sind mit dem Auto, wenn man fährt von Maspalomas, Meloneras, so etwa 20 Minuten hierher, 25 bis 30 Minuten. Nach Bahia Feliz, das ist jetzt hinter mir in meinem Rücken. Und da kann man dann auch mal einen Tag etwas anders verbringen. Ja, ohne Worte, es ist einfach schön, hier spazieren zu gehen. Die Anlage hier links heißt Bougainvillea. Der Nachteil hier, Treppenstufen, mit denen muss man rechnen. Ja, das sind die Eindrücke jetzt hier am Strand von San Agustin. Und auch immer eine kleine Reise, einen Ausflug wert. Mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden und wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und ja, bis bald auf diesem Kanal mit dem zeitlosen Video hier aus San Agustin. Ich sage hasta luego.